Aus einer Stiftung sollen einmalig 2000 Euro und 10 Jahre lang am Ende jeden Jahres 500 Euro an eine Schule gezahlt werden. Frage: Wie viel ist diese Stiftung am Ende der 10 Jahre wert, wenn der Jahreszins bei 1,5% liegt? Zu dieser Situation dürfen wir diese Formeln einsetzen, aber schreiben wir zuerst alles auf, was angegeben wird. Angegeben wird das Startkapital, das sind diese 2000 Euro. Angegeben ist auch die Zahl klein n gleich 10. Die Rate groß R wird ebenfalls angegeben, das sind diese 500 Euro. Und die Zahl klein p wird ebenfalls angegeben, das ist 1,5. Gefragt wird hier das Endkapital nach 10 Jahren. Durch diese Formel können wir den Zinsfaktor Q berechnen. Q, das ist 1 plus P Prozent. 1,5 geteilt durch 100, das macht 0,015. Plus 1, das macht 1,015. Wenn wir also in dieser Formel C0 ersetzen durch 2000, N da und da ersetzen durch 10, Q da, da und da ersetzen durch 1,015 und R ersetzen durch 500, so stoßen wir auf diese Rechnung. Wir werden dem Taschenrechner diese Rechnung eingeben. Also 2000 mal 1,015 hoch 10. Jetzt einmal Kursortaste nach rechts, um die Hochzahl zu verlassen. So. Dann plus 500 mal Bruch 1,015 hoch 10. Jetzt wieder, um den Exponenten zu verlassen, einmal Kursortaste nach rechts, minus 1. Um zum Nenner zu gelangen, einmal Kursortaste nach unten. Und unten steht 1,015 minus 1. Ist, der Taschenrechner findet 7672,44. Wir übertragen diese Antwort hierhin und drücken sie in Euro aus. Das Endkapital wird also sein 7672,44 Euro. Und die Aufgabe ist beendet.